Es hat einen Wechsel an der Staatsspitze gegeben. Österreichs Fußballnationalmannschaft hat einen neuen Teamchef. Viel wird in diesen Tagen über die Aufstellung gesprochen. Vielleicht spielen wir demnächst mit einem 5-4-3-2-1-System. Immerhin, dann hätten wir gleich 15 Mann am Platz. Herr Gregoritsch, der Fußball soll Unterhaltung sein, sagt der Teamchef. Gilt das auch für die Interviews? Ja, sicher. Ein Witz vielleicht? Nein, die dauern alle lang. Und jugendfrei sind sie auch nicht. Aha, also dann die nächste depperte Frage. Ja, eine noch. Eine noch. Was kann die Politik vom Fußball lernen, dass man vielleicht bei der Arbeit keine Handys verwenden soll? Ja, keine Handys und dass wir vor allem weltoffener sind. Weil es ist ja wurscht, ob jetzt ein Autovic oder Gregoritsch, wir sind alle Itch und trotzdem sind wir Österreicher, oder? Also offen für die Welt, offen für die Welt, aber nicht für die Gegentore. Nein, Gegentore sind wir vermeiden. Alles klar, danke. Herr Trimmel, eine Frage bitte schön. Sind so lieb. Was? Dürfen Sie nicht sprechen ohne Sponsorenwand? Herr Alaba, bitte eine Frage. Herr Alaba. Bitte, ich bin ein riesen Fan von Ihnen. Herr Alaba, bitte nur eine einzige Frage. Darf ich Sie so begrüßen wie der Landeshauptmann von Tirol? Nein. How do you do? Nein. Der Trainer hat was für Sie. Okay. Der Trainer. Danke. Ein Trainingsleiber. Sie sind herzlich eingeladen, mitzumachen beim Training. Ich habe extra ein Leiberl für Sie mitgebracht. Oh, das ist extrem nett. Darf ich mittrainieren? Ja, selbstverständlich. Müssen Sie sich aber noch umziehen vorher. Ja, ich komme sofort. Ja, okay. Was sagen Sie zu unserem schönen Schmuckkästchen, dem Ernst-Happel-Stadion? Ja, wenn es hell genug ist und der Rasen funktioniert und kein Loch im Rasen ist, ist es gut. Das schönste Stadion des Ostblocks, ne? Ja, weiß ich nicht. Es wundert sich aber ganz Österreich, ein top-professioneller Trainer entscheidet sich für den Österreichischen Fußballbund. Ja, warum nicht? Okay, und Sie schaffen es innerhalb kürzester Zeit aus einer unmotivierten Verlierertruppe richtig Spannung hineinzubringen, eine Siegermentalität einzuimpfen. Haben Sie da vielleicht Tipps für die SPÖ? Nein, habe ich nicht. Von der Politik verstehe ich nichts. Zwei letzte Fragen. Die Bundesheer-Experten sagen alle, Österreich ist nicht mehr in der Lage, sich selber zu verteidigen. Gilt das auch für unseren Strafraum? Nein, das hoffe ich nicht. Fußball, das ist mein Leben. Ich werde mein Bestes geben. Rede ich mit Bäumen übers Feld ganz nach vorn. Da schreien die Fans, er oder vorn. Schneller als jeder geht. Ja, das Training ist leider vorbei und ich bin gar nicht mehr dazu gekommen, alles das zu fragen, was mich sonst noch interessiert. Ob das Team wirklich keinen Alkohol trinkt, wenn Martin Hinteregger nicht im Camp ist. Was denn so das Lieblingstattoo von jedem einzelnen Spieler ist. Und wer die meisten versteckten Fouls begeht. Die Kroaten, die Dänen oder doch die ÖVP. Egal, meine Autogramme hole ich mir jetzt trotzdem, nur die Kameras müssen leider draußen bleiben. Alaba. Amato Mitchell.